Willkommen bei Technik 36. Technik 36 ist ein Programm, das die effektivsten Techniken für den realen Zweikampf und den Ernstfall der Selbstverteidigung beinhaltet. Die Technik entstammt aus dem brasilianischen Ringkampfstil Luta Livre. Das Luta Livre ist dadurch bekannt geworden, dass es die effektivsten Techniken für das regellose Kämpfen, für das Vale Tudo enthält. Diese Techniken haben wir reduziert auf die 36 wichtigsten Techniken. Mit diesem Programm können wir Kampfsportler aller Stile ausstatten und ausrüsten, um ihr Programm für den Ernstfall, für die Selbstverteidigung abzurunden. Wir möchten mit diesem kleinen Videoclip einen Einblick ermöglichen in unser Programm. Alle weiteren Fragen, denke ich, lassen sich auf unserer Homepage www.technik36.de klären. Und wenn dann noch Fragen übrig sind, stehen wir auch gerne per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung. Viel Spaß und ein Video. Hier auf seinem Rücken, heb ihn aus, setz die Beine rein und geh zum Joke. Guck auf den Rücken. Just now, just I'm not really close. I don't put power on the arms, I just put power from the back. I just pull my arms back and I put this arm, I put it a little bit forward. Yeah. Leg die Hand auf den Nacken, zieh den Kopf hier unter die Achselhöhle und geh mit dem Arm einfach von vorne um seinen Hals rum. Sekunde, ich zeige euch. Ja, geh mit dem Arm um seinen Hals rum und leg die Hand einfach hier vorne auf den Unterarm. Ja, jetzt brauche ich nur noch mit der Hüfte nahe rankommen und dann ist das Ding schon gelaufen. Die Ablenkung ist halt immer gut, wenn ich irgendwas mache, dass ich nach vorne einschlage. Das heißt hier. Im Prinzip sind es halt 36 Techniken, mit denen man die wichtigsten Selbstverteidigungssituationen lösen kann. Ja, und das Prinzip von diesen 36 Techniken ist, dass sie halt so vermittelt werden, dass sie in so einem fortlaufenden Drill vermittelt werden. Das heißt, ihr habt immer so drei, vier Techniken zusammen in einem Drillgrüppchen. Die werden dann miteinander trainiert und eingeschliffen, so dass sie halt, dass ihr halt immer wieder Handlungsalternativen habt. Ja? Zum Beispiel habt ihr einen Choke irgendwie und der dreht sich aus dem Choke raus. Und habt dann aus dem Choke die Möglichkeit, nochmal neu in einen anderen Choke einzusteigen oder in einen Armhebel zu wechseln und so weiter. Für Leute, die jetzt sagen, oh, ich komme aus dem Karate, ich möchte aber nicht so ganz verloren sein, wenn es um Bodenkampf geht, ist das einfach auch nochmal so ein Ding, wo ich sage, okay, hier, das macht Sinn,